Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es darum, wie du deine Realität selber steuern kannst. Dazu gibt es ganz, ganz viele Bücher hier vom Vadim Seeland Transurfing. Sehr, sehr lehrreiche Bücher. Ich lese immer wieder darin und finde immer wieder neue Sachen. Ja? Also man kann wirklich unglaublich viel lernen, wie man sein eigenes Leben lenkt und wie das Leben so einigermaßen funktioniert. Ich sag's mal so. Wie gesagt, da gibt es ganz viele Bücher und ich möchte heute über ein Thema mit dir sprechen. Es gibt sehr viele Themen, über die er spricht und wahrscheinlich werde ich, also ein Buch zu rezensieren hat gar keinen Sinn. In einem Buch sind so viele Sachen drin, da müsste ich, glaube ich, 100 Videos machen, nur um ein Buch hier zu erklären. Ich möchte euch heute eine Sache erklären. Das Grundthema, was er da jetzt in seinen Büchern erklärt, ist, dass wir als Mensch, erklärt das jetzt das Leben so, es ist so, als würdest du vor einem Spiegel stehen und du schaust in den Spiegel. Und deine Gedanken sind ein Projektor, die einen Film erzeugen und dann siehst du im Spiegel deine Gedanken, was gerade so passiert. Und so ist es im Leben. All das, was um dich herum passiert, sind deine Gedanken, die du selber erzeugt hast. Das spiegelt sich dann in deinem Leben. Und wenn du etwas verändern möchtest, kannst du nicht einfach den Partner wegmachen oder die Kinder oder die Schule oder was auch immer, sondern du musst in deine Gedanken reingehen, weil du kannst nicht den Spiegel zerstören, wenn dir irgendetwas in deinem Leben nicht passt. Der nächste Spiegel wird dir das Gleiche zeigen, weil es ist immer etwas, was wir im Innen in uns tragen. Ganz, ganz spannend. Und deshalb sagt er, du musst immer wieder in deine Gedanken gehen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen, Partnerschaft, Ernährung, was auch immer, da zeigt alles, was Geld betrifft, Beruf, Familie, alles Mögliche. Also das Wichtigste habe ich dir jetzt mitgegeben, all das, was du um dich herum siehst, dein Partner, deine Kinder, wenn du keine hast, deine Schule, deine Ausbildung, egal was du um dich herum siehst, was dir nicht passt, muss es dir klar sein, dass das trotz allem von dir kommt. Also wir dürfen nicht in diese Opferhaltung gehen, das machen wir sehr, sehr gerne, weil es ganz, ganz einfach ist, der war aber schuld, weil, also wir sind überzeugt, wenn der nicht wäre, wäre das nicht passiert, ja, so war ich jahrelang auch, dass ich überzeugt war, dass bestimmte Personen, wenn sie das nicht getan hätten, wäre ich nicht in der Lage. Wisst ihr, was ich meine? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, nein, es liegt an mir. Und dann auch nochmal erkennen, dass ich so programmiert worden bin von Eltern und Gesellschaft, an bestimmte Sachen zu glauben, zu denken und zu glauben, überzeugt zu sein, dass das so richtig ist. Und deswegen sehe ich es dann auch in meinem Leben wieder. Ja? Ich wurde so erzogen, meine Eltern haben mir bestimmte Dinge gesagt, beigebracht, ich habe daran geglaubt und dementsprechend spiegelt das mein Leben mir auch wieder, das, was ich glaube. Also wenn ich etwas verändern möchte, muss ich erstmal reingehen in meine Glaubenssätze und in meine Gedankenwelt und überlegen, was kreiere ich da. Weil, ganz wichtig, Leute, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr wisst es, aber keiner nimmt das so wirklich wahr. Jeder Gedanke ist erschaffend. Also jeder Gedanke erschafft gerade deine Realität, jede Sekunde deiner Gedanken. Jede Sekunde deiner Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken beobachten. Und bei den meisten ist es so negativ und so mit Angst und Hass und Wut und was auch immer erfüllt, da braucht man sich nicht zu wundern, dass da so viel Mist rumkommt. Ja? Oft sind die meisten in der Opferhaltung, ja? Fühlen sich schlecht, fühlen sich schuldig, fühlen sich einfach nicht gut genug. Und dann dementsprechend zieht man ja solche Sachen auch in sein Leben rein. Und jetzt möchte ich euch eine Sache erklären, erzählen aus dem Buch. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt, genau. Also wenn wir in den Spiegel schauen und da werden unsere Gedanken projiziert, das ist unser Leben. Wenn wir etwas verändern möchten, können wir nicht den Spiegel zerstören, sondern müssen unsere Gedanken verändern. Und das nicht so einfache daran ist, dass wir Geduld haben müssen. Aktuell ist es ja so, auf der Erde, dass wenn wir uns etwas anderes wünschen, da ist noch eine Trägheit hier in dieser Materie. Das wird nicht sofort erfüllt, sondern es dauert ein bisschen. Das heißt, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, was gerade sehr weh tut, was gerade sehr unangenehm ist, brauchst du ein bisschen Zeit. Du hast es jetzt schon so lange ausgehalten, halt's noch ein bisschen aus. Aber wichtig ist, dass du im Hinterkopf immer wieder ein Ziel dir hast. Ja? Das werde ich jetzt kurz anreißen, vielleicht mache ich auch nochmal ein extra Video dazu. Das Ziel dir ist das, was du dir wünschst in deinem Leben. Ja? Etwas, was du dir von Herzen wünschst, wo du dich wirklich wohlfühlst. Da machst du ein Bild draus, ja? So eine Momentaufnahme aus diesem Wunsch. Wie wäre es, wenn du es hättest? Und danach nimmst du dir ein Bild. Jetzt ein Beispiel, du wünschst dir ein Haus, ein schönes Auto, Mann, Kinder und Hund. Ja? Dann hast du dieses Bild im Hinterkopf, wie du gerade zum Beispiel das Auto aufmachst und der Hund gerade rumspringt und die Kinder sich auf den Kindersitz setzen. Und das Haus im Hintergrund, dass du so ein Ziel dir hast. Oder zum Beispiel, wie deine Mutter dir Glück wünscht und sagt, herzlichen Glückwunsch zum neuen Haus. Es ist so schön, dass du solche Bilder immer mit dir rumträgst. Das heißt, du lebst gerade in einem sehr schmerzhaften Prozess, der dir nicht gefällt, was auch immer du gerade hast,
Aber dein Fokus ist nicht nur da drauf, weil damit projizierst du, dass es weiterhin bleibt. Okay? Du hast immer im Hinterkopf das Bild von dem Ziel dir, was du möchtest. Das ist immer wie ein Bildschirmschoner im Hintergrund. Das hast du immer im Hintergrund. Du siehst zwar, dass es gerade sehr schmerzhaft ist, was du gerade erlebst. Kein Geld, böser Partner, gemeine Eltern, was auch immer du jetzt gerade hast. Ja? Es ist gerade da, ja. Akzeptiere das. Es ist immer ganz wichtig, es anzunehmen. Das fällt auch sehr vielen schwer. Wir müssen es annehmen, sonst geht es nicht weg. Solange wir es wegschieben, ist es wie ein Magnet und kommt immer näher und bleibt erst recht. Und wichtig ist, dass wir nicht den ganzen Tag daran denken. Wir sitzen gerade in diesem Mist und haben diesen Mist, haben aber im Hinterkopf trotz allem noch unser Ziel hier, wo wir hinwollen. Und jetzt erzähle ich dir eine Sache aus dem Buch. Und zwar geht es um eine Frau. Ich lese einfach vor. Ja? Das ist jetzt eine Frage. Ich habe jetzt hier das Buch, die Antworten. Er hat ja ganz viele Bücher und hier sind Fragen von Zuschauern, die mit dieser Transsurfing arbeiten in ihrem Leben, aber immer noch Fragen haben. Und das ist auch ganz spannend, weil mit den Fragen kann man selber noch mal viel lernen. Es fragt eine Frau: Mein Freund hat sich in mich verliebt. Ich fürchte, unsere Freundschaft kann ruiniert werden. Egal, ob ich mich auf Liebschaft einlasse oder nicht. Gleichzeitig bin ich auch nicht bereit zu heiraten. Die Situation ist sehr widersprüchlich. Es erklärt er: Dies ist eine ähnliche Situation wie oben beschrieben. Da oben ist auch nochmal was anderes, aber ich muss es nicht alles lesen. Sie bekommen das, was sie nicht wollen. Warum ist das so? Weil sie ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was für sie inakzeptabel ist und was sie gerne vermeiden würden. Sie befürchten, eine Freundschaft zu zerstören, eine engere Beziehung wollen sie nicht und sie sind auch nicht geneigt zu heiraten. Das ist alles, worum ihre Gedanken sich aktuell drehen. Auch hier muss ich wieder sagen, der Weltenspiegel reflektiert genau das, auf das ihre Aufmerksamkeit fokussiert ist. Aha, das macht doch voll viel aus, oder? Wenn man das so ein bisschen versteht, das macht so viel aus. Das kann so viel in deinem Leben verändern, wenn du das verstehst. Schau dir das Video mehrmals an, bis es wirklich drin ist. Wenn Sie achtsam sind, können Sie Folgendes beobachten. Zunächst geht alles gut, doch irgendwann kommt ein Ereignis, das Ihnen nicht gefällt. Von diesem Augenblick an richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einen lästigen Umstand, der Sie stört, aufregt, ärgert oder mitnimmt. Sobald Ihre Aufmerksamkeit auf diese Weise gefesselt ist, fallen Sie in einen Traumzustand. Der Traum ergreift Sie und zieht Sie durch Ihre Unzufriedenheit in seinen Bann. Da Ihre Gedanken in eine bestimmte Richtung fixiert sind, entwickeln sich auch die Ereignisse demgemäß. Das ist ein echter Traum mit offenen Augen, weil er einfach seinen Lauf nimmt, unabhängig von Ihrem Willen. Sie versuchen, Ihren Willen so auszurichten, dass Sie die Geschehnisse beeinflussen, anstatt die Ausrichtung Ihrer Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Hier ist der Punkt, ja. Wir versuchen immer, die Geschehnisse irgendwie zu beeinflussen, aber wir sollten unsere Aufmerksamkeit der Gedanken und Gefühle kontrollieren, damit sich das drumherum alles verändern kann. Ganz wichtig, wenn Kinder das lernen könnten in der Schule. Wenn Sie Ihre Gedanken freien Lauf lassen, geraten Sie in einen Teufelskreis. Sie wollen nicht das, was Sie bekommen, und bekommen aber das, was Sie nicht wollen. Um dieser Situation zu entkommen, müssen Sie aus Ihrem Traum erwachen. Kommen Sie zu sich und machen Sie sich bewusst, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Schalten Sie sie dann auf das um, was Sie gerne hätten. Wenn es Ihnen gelingt, zumindest eine Zeit lang, Ihre Gedanken in die richtige Richtung fließen zu lassen, durchbrechen Sie den Teufelskreis und befreien sich von dem Traum, der Sie gefangen hält. Die Realität wird sich ändern. So, ihr seht, das ist jetzt nur ein Punkt und es ist so viel Input, da muss man echt drüber nachdenken. Ich will euch jetzt nicht bombardieren, das hat ganz, ganz, ganz viele Sachen, dieser Transsurfing. Wenn ihr mehr von ihm haben wollt, mache ich gerne immer zu jedem Einzelnen nochmal ein Video, aber schreibt mir das unten rein. Schau dir das Video nochmal an und überlege nochmal. Ja, du kannst nochmal rückwärts gehen und nochmal überlegen. Lass es sacken und überlege, wie kannst du jetzt deine Situation, die gerade unangenehm ist, wie kannst du sie für dich ändern? Schreib mir das unten rein. Wenn du wirklich etwas verändern möchtest gerade und du wirklich in einer Situation lebst, die unangenehm ist, egal was es ist, du kannst alles ändern. Schreib das mal unten rein. Schreib mir das unten rein. Wie würdest du es ändern? Wenn du es nicht weißt, schreib mir es auch, dann werde ich dir nochmal darauf antworten. Okay? Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit, dass du erkennst, wie mächtig du bist, dass du erkennst, dass du es in der Hand hast, wie deine Realität sich verändert und dass du dich nicht darauf einlässt, was andere drumherum dir erzählen, dass du nichtsnutz bist oder dass du, keine Ahnung, nicht die Macht hast. Du hast die Macht. Setze sie liebevoll ein. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Denk daran, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir der Inhalt gefallen hat, wenn er dich weitergebracht hat. Abonniere den Kanal und unbedingt das Glöckchen aktivieren, um weitere Videos von mir zu bekommen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe der ganzen Welt. Alles, alles Liebe der ganzen Welt. Alles Liebe, Frieden, dass du dich einfach nur gut fühlst. Aber
bevor ich das Video beende, mach dir klar, was du möchtest. Wie möchtest du dich fühlen? Was möchtest du denn in deinem Leben verändern? Und wie soll es denn sein? Nicht nur, was willst du verändern, wie soll es denn sein? Ganz wichtig zu wissen, das Ziel. Gib in dein Navi, in dein Gehirn ein, das Ziel. Wie willst du dich denn fühlen? Also alles Liebe und bis zum nächsten Video.